1879 präsentiert Siemens und Halske die erste Elektrolokomotive an der Gewerbeausstellung in Berlin. Ab Mitte der 1880er Jahren liefern größere Elektrizitätswerke Strom an Dritte. Zunächst entstehen elektrische Tram- und Nebenbahnen mit geringerer Leistung. 1895 fährt die erste elektrifizierte Vollbahn Europas, die Burgdorf-Thunbahn. Anfang des 20. Jahrhunderts führen die beiden Firmen BBC und MFO auf eigene Kosten Elektrifizierungsversuche mit zwei unterschiedlichen, sich konkurrierenden Stromsystemen durch. Die Bundesbahnen zögern zuerst noch, sich für eins der beiden Stromsysteme zu entscheiden. Der Kohlemangel rund um den Ersten Weltkrieg und der dadurch unzuverlässige Bahnbetrieb beschleunigen die Elektrifizierung. Einphasenwechselstrom setzt sich durch, da somit nur ein Fahrdraht gezogen werden muss, anstatt der zwei Drähte, welche der Drehstrom erfordert. 1919 ist mit Bern-Thun-Scherzlingen die erste SBB-Strecke elektrifiziert. Bereits 1960 ist die Elektrifizierung des gesamten SBB-Netzes abgeschlossen. 1968 endet der SBB-Dampfbetrieb. In modernsten Lokomotiven befinden sich heute kostengünstige und robuste Drehstrom-Asynchronmotoren. Der Wechselstrom wird in der Lokomotive mittels Frequenzumrichter umgewandelt.